So, jetzt. Ne, die heißt nur so. Aber cool. Wir benutzen dasselbe Team wie gerade eben. Wir haben jetzt an unserem Team jetzt nichts Großartiges geändert. Deswegen mal schauen, was wir da machen können. So. Okay. So, Team ausgewählt. Da wir haben immer 6 Pokis dabei. Das heißt, aus den 6 Pokis sind immer 2 Varianten am Start, ne? Das heißt A oder B immer. Und das haben wir nochmal auf 3 verschiedene, sag ich mal, Packages noch rumliegen. A, B, C. Das heißt insgesamt 6 verschiedene Varianten heute am Start. Das kann sein, dass nächstes Mal noch mehr Varianten am Start sind. Wissen wir nicht. Immer, dass der Gegner nicht weiß, was wir nehmen. Okay, Freunde, ich bin ready. So, der Gegner sucht da noch aus. Er nutzt die Zeit nicht ganz aus. 10 Sekunden sind verblieben noch. Und Fiarum mit meiner Wenigkeit am Start. Und ein Quarkjutsu in der ersten Startposition von unserer Seite. So, schauen wir mal, was die Pflanzenhainis so drauf haben. Flieg, Pokéball, flieg. So, auch ein Quajutsu und ein kleines Legendary. Okay. So. Okay. Ich erstmal so drauf. So, Fiaro, erster Zug auf das Quajutsu. Reicht leider nicht ganz aus. Bleibt noch ein bisschen was übrig. Aber das tut weh. Ja, das tut weh. Gut, er hat aber auch kassiert. So. Auf geht's. Ich setze auf jeden Fall für die Nara ein. Und dann gehen wir mal ganz solide auf eine schöne Attacke drauf, um zu sehen, ob wir vielleicht beide down kriegen. Das wäre ziemlich gut. Oh, rechte Hand, okay. Dieser Surfer, ey. Okay. Hat aber auch das Quajutsu mitgenommen, ne? Ja. Hat sogar sein das Quajutsu mitgenommen. Hiku, no problem, have fun. Gut, ich habe naja. Wäre ja so oder so egal. Hätten die so oder so kassiert beide. Immerhin haben die so mit meinem Partner nur weggehauen. Deswegen war das gar nicht mal so verkehrt, was sie gemacht haben. Ob ihn geopfert haben oder nicht. Die Schallwelle hätte sie trotzdem weggehauen. Deswegen nicht schlecht. Okay, Stage clear. Die Würfel. Alles wird neu gewürfelt hier. Und mal schauen, was die jetzt hier respawnen. Schauen wir mal.
So, Gengar. Das erste Gengar heute. Im SK Tower unterwegs. Nicht schlecht. Nice! Oh mein Gott! Alter! Double Pack plus Volltreffer! Da kannst du machen nix! Da kannst du machen nix, Greis! Da kannst du machen nix! Alter Schwede! Das war auf jeden Fall nice! Ein bisschen mit Lucky verbunden, aber ziemlich nice! Victory Punch! So, Victory Punch, meinen Punch spüren, Freunde. Der Crit war böse, das stimmt. Der Crit war echt böse. Okay. Aquawelle. Da will jemand sehr schnell die rechte Seite weghauen. So, Fassade auf Victory Punch. Und Victory Punch ist down. Tenshin Han. Wollt man hier mal ein bisschen kurz rocken? Ganz kurz. So, und jetzt gehen wir solide auf die linke Seite, Freunde. Auf das Togekiss. Mit Patronenhieb. Bäh. Ich hab's nicht mal aufgepäppelt, ne? Könnte sogar eine Runde aufpäppeln, aber ist mir zu. Bei solchen Duellen immer, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, wie man aufpäppelt. Entweder zieht mein Kamerade hier, sag ich mal, in den Fokus, dann kann ich das machen, aber sonst mache ich das ungern. So, Jan, Tobi haben leider verloren. Trotzdem schöner Kampf. 4-0. Pflanzenheinis sind somit erstmal raus und haben sich leider keinen Orden ergaunert. Trotzdem schöner Fight auf jeden Fall. So. Die nächsten wären Witch Hunters. X.